Hi, heute hier Neta, XP und Goldfarm bei Create Life 5 in der Modpack Skyblock-Variante. Ich bin hier in der Kreativwelt und ich wurde gebeten, euch die Neta Gold und XP Farm einmal zu erklären. Und legen wir gleich los. Zuerst einmal, warum habe ich das Ding hier gebaut? Sie soll Gold und flüssige Erfahrung herstellen. Warum ist das hier so mit Cobblestone? Weil es ziemlich am Anfang gebaut ist und da hatte ich noch nicht so viel im Neta. In meinen Streams. Aber wie funktioniert das Ganze? Wir haben hier hinten, nehmen wir das Schwert weg, die Spawnfläche. Ich nutze hier die komplette Minecraft Standard Spawn-Mechanik für die Zombie-Piglins. Die spawnen nämlich hier drauf auf den Magma-Blöcken, ab und zu lohnen auch, aber die sind zu vernachlässigen. Der Vorteil mit den Magma-Blöcken ist, auf normalen Blöcken würden auch die normalen Piglins spawnen und die wollen wir nicht. Also nehmen wir die Magma-Blöcke. Da gibt es nämlich nur hier, hier und da unten Zombie-Piglins. Zombie-Piglins und normale Piglins haben die Eigenschaft, dass sie zu den Schildkröten-Eiern hier wollen, um sie zu zertrampeln. Warum auch immer. Sprich, man kann sich da unten AFK hinstellen, ohne dass wir selber einen Zombie-Piglin hauen wollen und die kommen selber angelaufen. Sobald sie angelaufen kommen, fallen sie dort unten rein. Ihr seht schon die Deployer, die hauen dort rein, die stehen im Angriffsmodus, die sitzen hier außen im Modus Angreifen. Und dann werden sie von den Deployern gehauen. Der Vorteil hier ist, sobald sie von den Deployern gehauen werden, erkennen sie die Deployer als Gegner an und rufen ihre Kumpels. Und dann kommen sie alle angelaufen. So, aber was ist denn das hier außen alles noch? Ich habe hier unten an dem Item Vault auf dieser Seite und auf der anderen Seite Messingtrichter mit dem Filter für die Schwerter angebracht. Die werden hier rausgegeben, gehen hier in die Schächte rein. Da ich dort oben einen Lüfter habe, werden sie hochgezogen. Hier oben werden sie wieder ausgegeben und über die beiden Schächte fallen sie in die beiden seitlichen Deployer rein. Hier sowie auf der anderen Seite. Ich zeige es euch schnell. Genauso wie hier drüben. Die Deployer haben unten drunter wieder Schächte, die in den Item Vault hier unten reinführen. Warum funktioniert das, dass die Schwerter nicht runtergezogen werden? Die Deployer haben einen Filter mit einem Schwert drin. Also benutzen sie die Schwerter und geben sie die nicht nach unten wieder raus. Nach unten wird dann nur alle Drops und Co. runtergezogen. Und hier, wie ihr seht, auf dieser Seite auch Brass Funnel, Andesite Funnel wird nach oben gezogen, geht raus und geht wieder in die Deployer rein. Sprich, jedes Schwert, das hier von den Deployern gedroppt wird, beziehungsweise durch die Mobs gedroppt wird, geht automatisch hoch und wird benutzt, um neue zu killen. Alles andere landet hier unten. Rotten Flesh, das verrottete Fleisch, kommt hier in 64er Stacks raus. Ich habe hier bewusst jetzt ein Andesit-Gehäuse stehen. Normalerweise würde jetzt hier der Shredder von dem Create Life 5 Modpack stehen. Da wir aber in den Schematics keine Shredder nutzen können, müsst ihr euch den dort selber hinsetzen. In dem Filter werden Goldbarren und Golden Nuggets, also Goldklumpen, rausgefiltert. Die gehen dann hier in das Basin. Darüber ist eine Presse. Und die werden so lange gepresst, bis 32 Goldblöcke rauskommen. Die werden hochgeführt und die kann man sich dann hier ganz easy vom Depot her nehmen. Jetzt zu den XP Nuggets. Die XP Nuggets kommen hier raus, ihr seht es, an dem Pressfilter hier, Funnel hier. Die gehen über den Abfluss in den Entzauberer. Dort werden sie zu flüssiger Erfahrung gemacht und über die Pumpe gehen sie hier oben in den Flüssigkeitstank hinein. Wie wird das Ganze angetrieben? Ich habe es hier über einen Speed Controller. In der Schematic ist er auf 200 gestellt. Eine große Windmühle unten drunter, die uns die Energie herliefert. Und der Speed Controller verteilt die Energie. Ich habe hier vorne nochmal zwei Deployer sitzen, einfach damit es ein klein bisschen schneller geht. Das war schon das ganze Hexenwerk. Jetzt schnappen wir uns gleich noch das Zombie Piglin Ei und dann zeige ich euch das einmal, wie es live funktioniert. Aber bevor ich das mache, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Kommentiert, aktiviert die Glocke und schaut das Video ganz. Also, Zombie-Piglins. Lassen wir sie hier jetzt einfach mal spawnen. Bis hier hinten hin. Und in der mittleren Plattform noch so ein paar. Unten stellen wir auch noch ein paar hin. Ja, ich weiß, das ist jetzt gerade ein bisschen laut. Ich habe es aber sogar schon die Lautstärke runtergestellt. Und hier vorne lassen wir jetzt mal zwei spawnen. Und schwupps, die zwei haben die Schildkröteneier hier erkannt. Gucken erstmal blöd.
Und jetzt fallen sie runter und werden gehauen. Und schwupps kommen die ganzen anderen angeflitzt. Die dort hinten brauchen noch ein kleines bisschen, aber auch die kommen gleich. Seht ihr? Da kommen sie angelaufen. Die Falltüren hier, die müssen da sein. Ansonsten finden die von oben nämlich keinen Weg, um dort vorne hinzukommen. Wenn wir jetzt welche nachspawnen, kommen die auch angelaufen. Was ab und zu passieren kann, ist, dass ein Zombies-Piglin-Kind auf einem Hühnchen spawnt. Das Hühnchen kann aber auf Magma nicht überleben. Also habt ihr ab und zu mal hier eine Feder und ein Hühnchen liegen. Ich habe die Lautstärke einmal runtergedreht. Es ist immer noch ordentlich laut. Hier unten werden sie gerade alle gehauen. Und hier wäre der AFK-Spot. Wenn wir jetzt hier mal runter gucken, im Tresor ist schon verrottetes Fleisch drin. Ab und an kommt hier, wie gesagt, ein Schwert raus. Aber dazu muss auch erstmal einer tot sein. Werfen wir mal ein Schwert rein. Zack, das geht hier hoch. Hier oben kommt es gleich raus, beziehungsweise wird direkt eingesaugt und ist dann gleich wegbearbeitet. In dem Fall, wie es jetzt gerade hier ist, gut, dass wir es sehen, hier die Schächte, da bewegen sich die Items noch nach unten. Hier drüben bewegen sie sich nach oben, so wie es sein soll. Wenn wir es hier oben reinwerfen, also die Schwerter, bewegen die sich hoch und hier kommt es raus. Und schwupps haben die Deployer ein Goldschwert in der Hand. Man sieht es dort unten auch. Hier bewegen sie sich gerade nicht hoch. Ich habe die Schematik gedreht. Falls das so bei euch sein sollte, müsst ihr hier ein Getriebe rausnehmen. Und schwupps bewegen sich die Gegenstände nämlich nach oben. Ich empfehle dringend, diesen Shaft dann noch zu encasen, zu umrahmen. Und dann läuft das auch hier richtig. Jetzt hat er ein Goldschwert, beziehungsweise die beiden haben ein Goldschwert. Jetzt lassen wir noch mal ein paar Piglins spawnen. Und schwupps werden sie ein klein bisschen schneller gekillt von den Schwertern, von den Deployern mit den Schwertern hier. Und wie ihr hier im Tooltip seht, hier werden die Items nach unten geführt. Hier kommt immer wieder XP durch. Und wenn wir hier ins Basin gucken, da ist auch schon ganz gut Gold drin von so ein bisschen. Baut diese Farm im Nether auf. Schematik kommt die Tage und habt Spaß damit. Das Einzige, was ihr damit noch machen müsst im Nether, ist Folgendes. Sobald die Schematik steht, baut euch an der Seite einen kleinen Weg rüber und aktiviert den Windmühlen. Also aktiviert die Windmühle. Checkt die Drehrichtung über den Speed Controller. Von dem Messing-Trichter muss das Förderband hier rüber zum Andesit-Trichter laufen und hier unten natürlich auch vom Tresor weg. Dann ist alles gut. Schaut, dass die Schächte hier die Gegenstände nach oben saugen. Falls nicht, wie gesagt, hier vorne Andesitwelle gegen Getriebe tauschen und oder andersrum. Hier sollte es einfach einwandfrei funktionieren. Und dann bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen als habt Spaß, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, seid kreativ und bis zum nächsten Mal. Ciao!